Dortmund steht vor der Tür. Besonders erfolgreich in diese Bundesliga-Saison gestartet und da kommt nun ausgerechnet schon am 4. Spieltag der FC Bayern München, der Titelverteidiger, mit einer unglaublichen Bundesliga-Auswärtsserie. Seit 26 Bundesligaspielen auswärts unbesiegt, die Bayern genau gesagt seit November 1985. Eine unglaubliche Serie und schwer vorstellbar natürlich, mit Ausnahme vielleicht der Fans in Homburg, dass diese Serie ausgerechnet im Saarland zu Ende gehen sollte am heutigen Tag. Allerdings, die Bayern haben ja schon mal ihr blaues Wunder in Homburg erlebt. Sie erinnern sich vielleicht an die Pokalniederlage vor, ich glaube, es war etwa 9 Jahren. Heute also das Spiel der Bayern und mein Kollege Karl-Heinz Roland wird zu Beginn seines Berichts sicher die Frage beantworten, ob es zum Comeback von Klaus Augenthaler kam. Ja, Auge war dabei, aber von ihm später mehr. Meisterlich auch im Homburger Waldstadion das Wetter. 17.000, da strahlte auch der Kassierer. Keine Anpassungsprobleme also für die Münchner nach dem Spanienurlaub mit Bewegungstherapie. Und bei den Münchnern Klaus Augenthaler, letzter Mann, dafür Norbert Nachtwey, rechter Verteidiger. Beim FC Homburg, der Brasilianer Luciano zum ersten Mal im Sturmzentrum neben Uwe Freiler. Hier ist er am Ball. Und die erste Möglichkeit für die Saarländer, Lars Elmerich. Der Linke scheint nicht sein Fuß zu sein. 7. Minute, natürlich auch Respekt vor dem großen Namen Bayern München und vielleicht auch vor Jean-Marie Favre. Aber in der Folgezeit die Gastgeber, die Saarländer, mit dem dynamischeren Spiel. Thomas Stickroth ist das. Und dann Tom Dooley, auch er zeigt, dass man Jean-Marie Pfaff ruhig attackieren kann. Das war so nach 9 Minuten und die Objektive richten sich eigentlich auf das Tor der Bayern. Immer wieder im Mittelfeld, die Homburger dominierend zu diesem Zeitpunkt in der Anfangsphase. Michael Blättel, der ja aus Düsseldorf kam. Und dann versucht es Luciano brasilianisch, aber da hat natürlich Jean-Marie Pfaff, der beste Bundesliga-Torhüter, aufgepasst. Die Bayern mit langsamem Spiel über Lothar Matthäus, Rummenigge, so wie man das Spiel der Münchner kennt, bedacht, gekonnt. Und mit einer Riesenchance durch Roland Wohlfahrt. Ja, sowas lässt er sich normalerweise nicht entgehen. Im Pokal hat er ja hier in Homburg 2 Tore gemacht, jüngst. Und dann Klaus Augenthaler. Und schauen Sie, was er macht. Der schaut und schießt. Und an den Pfosten. Das war so nach 22 Minuten. Wegmann im Nachschuss scheitert an Klaus Scherer, der heute wieder im Tor stand. Bei den Heimspielen heißt es immer Scherer im Kasten. Auswärts Gregor Quasten im Tor. Noch einmal Augenthaler, der routiniert sieht, dass Scherer möglicherweise ein bisschen schlecht steht. Und da wäre natürlich der Schlussmann der Homburger nicht mehr rangekommen. Und auch bei dieser Aktion hat er zweifelsohne ein bisschen Glück. Ja, die Bayern mit ihrem Spiel, wie man es kennt, quer angelegt, auf die Chance wartend. Natürlich im Mittelfeld dominierend, das ist klar bei dieser Supertruppe. Schöne Passagen wie hier auf Nachtwey, der oft sich einschaltete. Und dann volles Risiko, Michael Rummenigge, aber er verzieht, wie Sie deutlich sehen konnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, dass die Bayern dominieren würden, aber so ganz, ganz klare Tormöglichkeiten wie die durch Wohlfahrt gab es nur selten. Dann wieder die Homburger. Sie spielten eigentlich relativ kess, muss man sagen. Und Eckstöße sind seit der Rückkehr von Klima in Homburg nicht ungefährlicher geworden. Stickroth. Pfaff ist da. Und dann Uwe Freiler. Nochmal Pfaff, der nicht mehr rankommt. Und das 1:0 nach einer halben Stunde. Uwe Freiler, der junge Mann des FC Homburg, der Torschütze. Und nach diesem Eckball. Das schauen wir uns nochmal an. Pfaff wird von seinem eigenen Mann sogar ein bisschen behindert. Und da nimmt Freiler den Ball direkt und macht das 1:0. Das Führungstor für die Gastgeber. Riesenbegeisterung natürlich im Homburger Waldstadion, denn das hat man sich gewünscht für ein Spiel gegen den Titelverteidiger. Und das war auch der Pausenstand. Brendel, der Homburger Manndecker, kam nicht mehr. Er hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen im 2. Durchgang. Die Bayern überlegen. Und dann Matthäus.
Er war kaum gesehen im gesamten Spiel, aber dann ist er da, Lothar Matthäus, und macht das 1:1 nach 48 Minuten. Die Fußballwelt war für die Münchner sozusagen wieder in Ordnung. Und Matthäus im Stile eines Mannes, der eine Partie entscheiden kann. Er hat unauffällig gespielt, aber dann war er da und ließ der Homburger Abwehr keine Chance. Und die Homburger Bank wusste, was geschehen war. Aber keine Resignation bei den Gastgebern. Kontermöglichkeiten ergaben sich. Plättel mit einem guten Spiel. Und Freiler kam da einen Schritt zu spät. Wir haben diese Szenen geschnitten. Zwar kein Höhenflug der Homburger, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mithalten wollte und dass sie es auch konnte. Und hatten ihre Kontermöglichkeiten, wie hier Lars Elmerich. Ja, und da rettet Andreas Brehme für den geschlagenen Jean-Marie Pfaff aus der Linie. Da kommt Freude auf. Und dann wurde Wolfgang Schäfer eingewechselt. So in der 66. Spielminute. Pfaff. Elmerich war gegangen. Plättel. Und Wolfgang Schäfer. Zweiter Ballkontakt, stellen Sie sich das mal vor. 62. Spielminute. Und das 2:1, das Führungstor für den FC Homburg. Wolfgang Schäfer, der Ex-Uerdinger. Und naja, das braucht man nicht zu kommentieren. Wenn eine Mannschaft gegen die Bayern führt, da darf gejubelt werden. Und Wolfgang Schäfer natürlich so richtig im Stile des Torjägers. Und das passte Jupp Heynckes natürlich gar nicht. Die Bayern in der Folgezeit mit gutem Mittelfeldspiel, aber die Homburger mit ihren Kontermöglichkeiten wieder. Luciano auf Schäfer. Und Achtung, was macht er? Der macht ein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das 3:1. Jeder rechnet damit, dass er abspielt. Und er schickt die Kugel ins Tor zur 3:1-Führung für die Homburger. Und dies in der 77. Spielminute, also so rund 15 Minuten vor Ende. Das war natürlich so etwas wie die Vorentscheidung. Und die Begeisterung war groß. So langsam durfte man noch mal nach der Statistik schauen. Ende 85, letzte Niederlage der Bayern gegen Gladbach im November. Die letzte zu Hause gegen Leverkusen. Aber die Bayern steckten natürlich nicht auf. Und hatten zumindest andeutungsweise ihre Chancen. Natürlich die Homburger jetzt ein bisschen defensiver eingestellt. Man hat Michael Plättel ein bisschen zurückbeordert. Der Mann, der ja sehr kopfballstark ist. Kögel war gekommen, Lunde war jetzt drin im Spiel. Und die Bayern mit dem 2:3 durch Wegmann und dies 3 Minuten vor dem Ende. Natürlich hatten es jetzt die Münchner noch einmal eilig. Ja, würden die Homburger doch noch um ihren Sieg gebracht? Das war die Frage im Waldstadion von Homburg. Da sah die Innenverteidigung nicht gut aus. Ein bisschen nachlässig zuvor hatte man konsequent Mann gedeckt. Da stand auch Wojcicki immer da und Keim. Also noch 3 Minuten. 3:2 die Führung für die Saarländer. Augenthaler, Schlussphase. Und dann war das Spiel aus. Homburg hat der Bundesliga gezeigt, dass man gegen die Bayern gewinnen kann. Einige Siegerstimmen nach dem 3:2-Erfolg, der gefeiert wurde, wieder Klassenhalt. Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, mich warm zu machen bei dem Wetter. Ich weiß es selber nicht, sind 2 Tore gefallen. Wir haben gewonnen, ich hoffe, dass es weitergeht. Wenn man einen Stürmer einwechselt wie den Schäfer und er macht gleich 2 Dinge, ja, ist natürlich ein Händchen. Ne? Ja, wissen Sie, das ist Glück, das gehört dazu. Ich kann auch nichts dafür, dass der Schäfer gerade den Ball reinschießt. Aber der Elmerich war körperlich am Ende und dann habe ich den Schäfer gebracht. Wir haben ja gar nicht mehr auf der Bank, nachdem sich jetzt auch noch Brendel so verletzt hat, dass er das ganze Jahr ausfällt. Mit Kreuzbandriss ist das schon der zweite, sodass wir praktisch gar keine Leute für hinten mehr haben. Ich habe dann noch einen Stürmer gebracht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Bundesliga irgendwo dankbar. Sie haben gezeigt, dass man die Bayern schlagen kann. Sicher kann man die Bayern ab und zu mal schlagen, aber wie gesagt, alle 2,5 Jahre.